So, ein herzliches Willkommen zu... Läuft die Kamera überhaupt? Ja, okay. In dem Sinne würde ich mal sagen... danke. Herzliche Willkommen zu der Let's Play from the Clicker Hero. Ja, wird das wieder nur eine kurze Folge? Klar, ich ascend ja bloß. Genau. Von daher. Weg da. Tun wir das mal genau jetzt machen. Wow. Und zwar ascenden. Von daher erstmal das hier. Alles her damit. Ja, wir waren mittlerweile wieder bei Zila. Ist ganz geil. Die Frage ist, ey, wir haben so riesigen Fortschritt gemacht. Wir haben einen so abartig hohen Fortschritt gemacht. Wir sind jetzt schon bei 670. Hallo? Bei der vorherigen Transhension hatten wir gerade mal 400. Und ich habe in der vorherigen Ascension, in der vorherigen Transhension hatten wir gerade mal 1E400, ja. Und jetzt in dieser Transhension, hatte ich allein in der vorherigen Ascension. Digga, was geht? Einfach mal 220. Please, what? Also unser Alter, ne? Und das ist von der alten Transhension einfach mal um 80 übersprungen. Und jetzt haben wir auch noch mal locker 200. Also, ich glaube, wir erreichen in dieser Transcension locker E800. Gut, man weiß ja, es wird mit einmal schlagartig langsamer. Aber trotzdem, Digga, was geht? Das geht gar nicht. Was ist da los? Das ist einfach nur krank. Was soll der Scheiß? Habt ihr alle Latten am Zaun? Oder was? Ja, das wird also definitiv spaßig. Ich glaube mal, wir können morgen direkt wieder transcenden. Na gut, die Sache ist, es ist jetzt gerade mal 16 Uhr. Die Frage ist, kriege ich bis heute Abend noch eine Ascension durch? Wenn ja, könnte es klappen, durchaus klappen. Wenn ich jetzt aber die Ascension bis morgen früh laufen lasse, dann nicht. Mal gucken. Egal, wir auf jeden Fall ascenden. Danke. Danke. Bam. So, dann kannst du auch direkt mal hier weiter kloppen. Du bekloppter Kloppi. Beziehungsweise warum eigentlich? Nee, lass mal lieber nicht machen. So, ja klar, beim Boss aufhören. Ist schon in Ordnung. So, was ist das? Ach komm, jetzt Schweck hier, Schwanz, ey. Will ich gar nicht nachgucken. Nein, hier auch nicht. Ach übrigens, alle fertig. Und alle haben überlebt. Digga, was geht? Okay, das hier. So, wir machen, tun, wollen. Jetzt muss ich aber ganz schön oft klicken hier. Ich habe langsam keinen Bock mehr. Ich versuche mal hochzuschätzen. So, das sind 670. Das heißt, ne, ist ja, das sind ja die ganz preiswerten. Bei den ganz preiswerten ist ja das mit dem Faktor ganz preiswert. 1 zu 2. Genau. Das heißt, wir können 1e, wir haben 670, davon die Hälfte, wären 335. Ich will aber auf Nummer sicher gehen, deswegen nur 330. Bam. So, und das Rest können wir jetzt noch ein bisschen hochleveln. So lange, bis es anfängt, weh zu tun. Das heißt, wir gehen bis 1,8. 1,8 können wir... bis 1,8. Bis 1,8 gehen wir runter. Dann tut zu sehr weh. Oh, es wird langsam. Oh mein Gott. Oh, wow, 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 wow. Nicht zu schnell hier, meine Lieben. Ja, das passt fast... Okay. So, 7,35. Dann machen wir das jetzt auch bei den anderen. Genau, 7,35. So, 1e. Nein. 7e. 3,35. So. Okay. Achso, richtig. Genau. So, dann das Ganze auch bei dem netten Herr Fuegwas. Oder wie auch immer dieser Hampelmann ausgesprochen wird.
Dann bei unseren drei Goldies. Oh ja, das geht langsam ganz schön ins Geld. Genau, Pluto, ist richtig. So, und unsere beiden Eidler, die bekommen das gleiche, aber ja, bei den letzten Ascension habe ich immer das Zehntel genommen, heißt also, ich habe einfach hier eins weniger gemacht. Aber ich will ja jetzt ein bisschen eideln, ne, damit die Ascension bis heute Abend auch fertig ist. Das heißt, ich gebe denen tatsächlich kein Zehntel, sondern die Hälfte. Doch, die Hälfte ist gut, die Hälfte. Das heißt also, wir machen, ne, also ich habe jetzt, ne, bei den anderen habe ich halt, ne, 7,335, das wären 70 E34 und davon die Hälfte, weil wir wollen ja die Hälfte von den anderen, wären dann 35. Bam. So. Und das auch noch bei dem anderen Typen, wo ist denn der hier unten? Dem netten Herr Fragworth. Fialatas. So, das tut nicht weh, das ist in Ordnung. Jetzt kommen die etwas teureren, das heißt, ja genau, wo ist denn der da auch? So, 670 durch 2,5. Oh. Mit Kommazahlen teilen, da bin ich extrem schlecht. Das müssten so irgendwas um die 200. Sind das 220? Nein. Das ist durch 3. 320, 300, kommt 300, nee, 300 kommt auch nicht. Doch, 300 kommt hin. Das müssten genau 1E300 sein. Ich speichere mal vorher. Das tue ich sowieso viel zu selten. Fällt mir gerade auf? Oder habe ich gerade schon gespeichert? Nee, ne? Ich habe gerade noch nicht gespeichert. Ich bin so leichtsinnig mal wieder. So, was habe ich gesagt? 1E300. Oh, bitte, lieber Gott, lass es richtig sein. War nicht richtig. Warum? Nein, 1E200 hatte ich doch gesagt. Oder nee, doch 300. Hatte ich 300 gesagt? Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall war beides falsch. 270? Warum 270? Ich kann nicht mehr im Kopf rechnen. Hab das Rechnen verlernt. Aber ist doch 2,5? Hä? Rechne ich gerade falsch oder rechne ich einfach nur gar nicht? 670 durch 2 wären 330 und durch 3 wären 220. Also ungefähr die Mitte davon. Ja klar. Ja, 220 war ja durch 3. Ich muss ja drauf und nicht ab. Ich muss ja da hoch. Also, ja eben. Da haut 270 schon ganz hin. Gut, dann nehmen wir einfach mal 250. Bam. Und dann machen wir Annäherung. Ich sag mal bis 9 können wir, also bis 0,9 können wir runtergehen. Das reicht für Jaggernaut komplett aus. Na komm. Kommst du? Hallo? Ach, das dauert immer ewig. Langweilig. Was? Warum? Ich verstehe es nicht. Warum gibt es hier immer nur dieses das Gleiche, dass man die vorderste Zahl verändern kann? Bei der Tablet-Version, da kann man noch eine 10er Stufe höher gehen. Das heißt, dass man quasi angenommen hat jetzt 1E66. Dann ist das Maximale, was man hier kaufen kann, auch 1E66. Das heißt, die vordere Stelle wird um 1 erhöht. Bei jedes Mal klicken. Bei der Tablet-Version ist es aber so schön, da gibt es noch eine Stufe höher. Das heißt, man kann, wenn man 1E66 hat, kann man 1E67 kaufen. Das heißt, man erhöht diese Stelle hier hinten mit jedem Klicken um 1. Und hier braucht man aber, um hinten eine Stelle zu erhöhen, muss man hier 10 Mal raufklicken. Das ist so geistesgestört, so krank, so dämlich, so abartig. Das ist so... Okay, lassen wir so. So, 4E68. Dann bekommt der untere... Ich sag mal 1E68. So. Genau. 1E68. Der hat 4E68. Wo ist denn der jetzt überhaupt nochmal? Hey, wo ist denn Jaggernaut? Da. Genau, 4,68 und der andere 1,68. Genau, okay, das sind gute Werte. So, und jetzt fehlen bloß noch die ganz teuren Viecher. Dann machen wir mal 100 Level. Können wir uns locker leisten.
Und jetzt noch mit 10er annähern. 59, 62 geht auch, 65 geht auch. 68 ist mir schon fast zu viel. Nee, lohnt sich nicht. Gut, dann machen wir das auf. Ja. So, jetzt müssen wir rechnen. 220 minus 10 im Kopf. Sind das 80? Also 800? Ach doch, das müssten 800 sein, ne? 830. Das müsste hinkommen. 830. Ich probier's einfach mal. Ich hab Angst. Ah, war natürlich zu viel. Hä? Das hätte doch hinhauen müssen. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Import. Ah, Herr im Himmel. Schenk mir einen Schuh. Warum mache ich das eigentlich immer hier rüber? Ich habe doch auch einen Clickboard-Simulator. Alter, Clickboard-Manager. Import. Immer gib ihm. So, auf was hatte ich gesagt? Wo bist du? Du Schwarzhurensohn? Da. 4E68. Und damit hat der dann 1E68. Ach, das war der jetzt schon. Boah, ich hab eine Krise. Okay, ich krieg halt beide 4E68. Ist mir egal. 2,68. So. Haben wir immer noch 8,5. Ist ein bisschen mehr, als ich ausgeben wollte, aber okay. So. Jetzt nochmal im Kopf. Also, wir haben 220. Ich bin doch bescheuert. Ja. Klar. Woll zwischen 15 und 22 auch 8 reinpassen. Bin ich eigentlich bekloppt? Will ich mich eigentlich selbst hier verarschen? Das sind 630. Aber bevor jetzt alles schief geht, speichere ich vorher. Warum eigentlich? Nee, lass mal nicht machen. Kann ich nämlich, falls ich Scheiße baue, auch gleich den anderen Fehler korrigieren. So, 630. Ah, geht doch. Wie ich da auf 830 kam, ich habe keine Ahnung. So, dann machen wir es jetzt nochmal. 630. Jetzt kopieren. Dankeschön. Bam. So, das jetzt bitte bei allen. Ein Glück gibt es hier Safe Games. Der nächste. So, die nächsten sind die drei hier unten, ne? Ja, genau. Das sind die drei. Bam. Bam. Und bam. So, Morgulus lassen wir komplett raus. Der Typ ist komplett irrelevant. Der kann mich mal kreuzweise. Ja, dann haben wir soweit alles relativ gut. Und ich habe mir mal immer noch angewöhnt, zum Gucken, ob ich das wirklich alles richtig mache. Save. Speichern. Gucken wir einfach mal, was er sagen würde. So, ist tatsächlich relativ zufrieden. Ja gut, der hat sogar überall 8,4 genommen, also 1,4 mehr, aber pff, der hat überall ein bisschen mehr genommen. Hallo? Okay, Atmen hätte er viel weniger genommen. Was ja auch in Ordnung ist, weil eigentlich brauchen wir Atmen gar nicht so hoch. Aber es kostet halt fast nichts. Von daher ist das relativ egal. Ansonsten. Ja, doch. Wir scheinen relativ gut gelingt zu haben. Die Werte hauen fast überall überein. Gut, hier unten jetzt mit diesem Niganat. Okay, damit ist er tatsächlich sogar einverstanden, warum auch immer. Achso, na gut, weil er es wahrscheinlich anders hier ausgleicht.
Freckwürste Alata. Weil die Ratio ist ja bei mir eigentlich immer. Was hatte ich? Doch, zwei, ne? Genau. Aber dann passt es doch gar nicht. Fragwurst? Nein, halt. Jaggernaut hat 4. Ach so, weil Jaggernaut normalerweise 5 bekommen würde. Na gut, und davon die Hälfte kommt dann ungefähr hin mit, ne? Ah doch, das haut dann gut hin. Ja. Das macht dann durchaus doch Sinn. Okay. Gut. Ja, dann können wir jetzt eigentlich loslegen, aber wir legen nicht mit den Fighten los, sondern ich komme erstmal mit ein paar Monster und dann machen wir einen Time Loop. Ne, dieses 8-Stunden-Ding da. So. Ich frage mich, ob wir jetzt diesen Skogur schon direkt kaufen können. Mittlerweile müssten wir so komplett overpowered sein, dass es fast hinkommt. Hier haben wir alle, genau, haben wir alle. Sehr schön. Ich finde es immer witzig, dass er das hier oben nicht aktualisiert. Normalerweise müssten das diese 4 Dinger sein. Ah, jetzt sind sie auch. Ja, wenn die zu weit aus dem Sichtfeld rausgehen, dann werden die nicht mehr aktualisiert. Weil die interne Routine denkt, man sieht die schon gar nicht mehr. Ach scheiße, ich würde hier nur 100 Level kaufen. Egal. Machen wir überall 200. Ja, wir können direkt Skorgul kaufen. Lol. Das ist funny. So, und hier muss ich jetzt wieder 20.000 Mal raufklicken. Ach, komm her damit. Danke. Zum Glück gibt es Autoklicker. Okay. Und Skagur auch so weit wie geht. Ich weiß gar nicht, wie weit geht. Auch bis 2000, immerhin. So. Und dann nehmen wir jetzt, ja, ich nehme die jetzt nicht mit, weil die uns direkt unseren Idol zerstören. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob, wenn er hier. Egal. Mach einfach. Bam. So. Wir haben direkt 34 Zonen gebumst. Das heißt, bei 9000 Ebenen pro Stunde habe ich jetzt allein damit gut 5 Stunden gerettet. Also gut gemacht. Eingespart. Ey, dann ist er locker bis heute Abend fertig. Geil. Das ist. Ne, und das für gerade mal 10 Rubine? Kann man machen. Das kann man auf jeden Fall machen. So, jetzt muss der auch bis Level 8000. Damit er alle Upgrades bekommt. Und ja, die Upgrades hier hinten sind wichtig. Glaube ich zumindest. Hatte der wichtige Updates? Upgrades? Glaube ja. Nee, doch nicht. Ach, so gut, du kleiner Wichser. Du bist unnötig. Na gut, aber trotzdem gemacht. Nein, das da. Weg damit. So. Aber siehst du, die kann ich auch nicht aktivieren hier. So, dann wollen wir mal alles auf Maru. Lalala. Umgilden. Und dann können wir direkt auf ihr setzen. Oder so ähnlich. Gutchen. In dem Sinne würde ich dann mal sagen, Autoklick auf den Abzug und los geht's. Ja, komm, die anderen drei schicke ich auch erstmal hier drauf. Beziehungsweise warum eigentlich? Bin ich bescheuert? Die können ich doch gleich direkt hier raufsetzen. Einmal da, einmal da und dann einmal da. Okidoki. Vielen Dank, dass Sie mit Air Pandora geflogen sind. Jetzt kommt mit 8000 hier. So. So. Wow, direkt 40.000 Level? Das ist ein bisschen heftig. So. Da kommt noch ein Level hier. Du wirst ja wohl schaffen, hier noch ein Level. Na los! Ah. Geht doch. So. Bam. Und jetzt wieder 25er und gib ihm. Gut, in dem Sinne würde ich mal sagen, schau mit V, sieht man sich später. Alligator und dann bis dahin. Tschüss.